Früchte anfallen mit der Siegerehrung für Nils Tusukin. Und als allererstes den Damen. Und gewonnen hat bei den Damen mit 3,5 Meter die Silke Kipf. Ich habe ihn weiter hier gesehen. Du hast gemessen. Warte, war das 5,3 Meter? Und die Silke? Dann hast du gespielt? So, Nils Tusukin, der Herrn. Oh, jetzt aber. Mit 1,93 Meter. Oh. Ja, du hast es nicht. Okay. Heiko Leuchte. Oh. Danke dir. Hast du das Rad auch richtig bedient? Hast du das Rad auch richtig bedient? Nein, Franz. Okay. Longest Drive. Als nächste Kategorie, und zwar bei den Damen, Monika Heidler mit 153 Meter. Longest Drive der Herren würde ich ganz gerne noch verkünden, und zwar mit 245 Meter. Oh. Heiko Mensing. So, wir kommen jetzt zu der. Einen Moment noch, wir sind gleich durch. Achtung, Essen gibt es auch gleich. So, wir kommen jetzt zu der Nettowertung. Die muss ich selber mal durchsehen. Ah, ja, da. Nettowertung Damen. Mit 38 Nettopunkten. Ines Röttig. Oh! Ach, nee. Zugegebenermaßen habe ich jetzt verkehrt um angefangen, und zwar bei Platz 1. Oh. Ach so! Oh. Ich konnte er nicht schnell genug reagieren, er hat schon ausgesprochen. Was nehmen wir doch mal? Zugegebenermaßen. So, dadurch, dass wir jetzt sowieso in der Verkehrung sind, würde ich jetzt ganz gern Platz 2 vorziehen. Sabine Seiler mit 35 Meter. Platz 3 bei den Damen, ein Namen, den ich schon längst vermisst hatte. Gabriele Fribourg mit 33 Nettopunkten. Ah. Gabi, damit die Sonne sich nicht weiter verbreitet. Ja, lieber Schirm. Gabi, bitte nur euch. So, wir kommen zur Nettowertung der Herren. Und vorhin erwähnte ich noch während des Spiels, dass jedes Jahr jemand, den ich gezählt habe, der immer irgendwas abgeräumt hat. Und so auch dieses Jahr. Das soll nur so denken. Lieber Frank, wie versprochen, mit 40 Nettopunkten bist du auf Platz 3 und bitte dich damit auch nach vorne. Mit 40 auf Platz 3. Da bin ich ja mit meinen 32 Reaktionen zu weit. Da war schon mal ein bisschen Blut zu. So, mein Herz ist schon. Wir kommen zum zweiten im Netto. Und das ist John Leuchter mit 38 Netto. Hochgerutscht. Was? Weiß ist das Beste.
Okay, der erste Platz im Netto, dieses Jahr mit 43 Netto-Punkten, Alexander Kipp. Oh! Das hat euch was. Danke. So, jetzt kommen wir natürlich zur Königsklasse Bruttowertung. 32 Bruttopunkte. Heiko Mensing. Mach mal. Du kannst so schon auswendig. Halt. Was noch zu erwähnen wäre, der erste Platz. Auch in diesem Jahr, letztes Jahr habt ihr die beiden ja schon kennengelernt. Von mir Pussert ist da. Pussert, Damm und Herren Maßschneiderei. Sie stiften den Platz 1 oder den Preis für den ersten Platz. Von da auch nochmal vielen Dank an euch. Das ist ein sehr schönes Geschenk. Ganz gerne. Ja, jetzt hast du dir Ehre, die Butterrede zu halten. Ne? Ja. So, na dann. Heiko. Moment. Also, René, erstmal herzlichen Dank für deine tolle Veranstaltung. Ich bin das erste Mal dabei. Ich kenne dich seit Anfang der 90er Jahre. Habe ich dich mal beim Frühschoppen in Barleben in der Kübel getroffen. Oh. Okay, reden wir nicht darüber. Genau, das ist lange her. Sehr lange her. Ja, vielen Dank an meinen lieben Flight. Sabine, Glückwunsch auch zu deiner Runde. Warst ja ein bisschen enttäuscht unterwegs, aber siehst, ist noch gut aufgegangen. Meine Freundin hat mich wieder begleitet, es scheint ein gutes Omen zu sein. Es hat gereicht zum Bruttosieg. Letzten Mittwoch war es ein bisschen etwas traurige Runde. Ich dachte schon, ich verfalle in irgendeine Krise. Ist nicht passiert, Gott sei Dank. Also vielen Dank an dich als Sponsor dieser wunderbaren Veranstaltung, dieser netten Runde. Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit dir und deinen Mitarbeitern. Es ist schön, dass es solche Leute gibt, die sowas noch veranstalten. Wir sind ja leider nicht mehr so reichlich gesät. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Ich freue mich, wenn es nächstes Jahr die gleiche Veranstaltung gäbe und mal jemand anders gebeten. Muss ja nicht immer ich sein. Ja, wir haben schon gesagt, laden dich aus und dann ist gut. Wir laden dich nicht ein und dann ist alles erledigt. Guck mal, da sitzt einer, der hält sich ja eben schon den Finger. Also, ja, ja. Das ist schon sehr gut. Also, ich wünsche einen schönen Abend. Das ist irgendwie geregelt.